du, liebes Walfi, wir fahren jetzt zu Annegret Kramp-Karrenbauer und übergeben ihr ein Grundgesetz. Ups. Wir sitzen im Auto und fahren jetzt los. Bitte schön, Herr Kameramann. Kannst dich ja mal vorstellen. Hallo, mein Name ist Michael Franke. Ich bin Mitglied des Landesvorstandes in Saarbrücken und gebe die Kamera weiter. Sie können ja mal hier und nochmal sich vorstellen. Mein Name ist Michael Franke, ich bin Mitglied im Landesvorstand des Saarlandes und war der Oberbürgermeister von Saarbrücken und sitze da jetzt im Stadtrat. Wer sind Sie? Hallo, ich bin Janik Menegatti und ich bin politischer Geschäftsführer der Partei Die Partei im Kreisverband Saarlouis und ich habe das Grundgesetz gespendet. Annegret geht immer nach rechts. Ich bin aufgeregt. Und wer sind Sie? Ich bin Fatima Neuscheler und bin die Wahlbeauftragte im Kreisverband Saarbrücken. Also Wahlbeauftragte im Sinne von, ich achte darauf, dass der Wahlbestand in der Saar im Gleichgewicht bleibt. So, ich bin gespannt, ob wir das Haus finden. Ich kenne nur Bilder aus der Zeitung. Es ist auf jeden Fall auf der... Ah, ich sehe. Wahnsinn, ich habe Häuser wieder erkannt. Vielleicht ist sie da. Vielleicht ist sie nicht da. Unser Auftrag, Annegret Kramp-Karrenbauer ein Grundgesetzbuch zu schenken. Frau Landesvorsitzende? Ja. Aufgepasst. Bitte einmal lächeln für die Kamera mit dem Geschenk. Scheiße. Hallo, guten Tag. Tag. Ist Ihre Frau daheim vielleicht? Ja, die ist daheim, aber die hat sich gelegt. Gut, da wollen wir sie natürlich nicht stören. Wir sind von der Partei Saar und wir haben ein kleines Geschenk für die Frau Kramp-Karrenbauer. Aha. Ich bin die Landesvorsitzende, Katharina Trengler, guten Tag. Ich bin der Herr Kramp-Karrenbauer. Alles Gute zum Vatertag. Ich überreiche das Ihnen und mit der Bitte, dass Sie es lesen möge. Okay, ich werde es weitergeben. Herzlichen Dank, schönen Tag noch. Gleichfalls. Tschüss, danke. Ein Statement bitte, ein Statement. Ja, jetzt haben wir Frau Kramp-Karrenbauer, die sich gerade gelegt hat, das Grundgesetz näher gebracht. Das ist doch schön. Dankeschön.